Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich habe euch ja versprochen, dass ich einige Videos machen werde in Sachen Notfallvorsorge. Ja, wenn man insgesamt halt vorsorgen kann, sollte. Da geht es speziell um den Haushalt. Ja, halt geht Thema Verletzungen. Gleich vorab, es ist weder medizinische Beratung, noch ist es Arzneimittelberatung oder sonst was, absolut nicht. Ich will euch jetzt da auch keinen Erste-Hilfe-Kurs verhalten. Dafür bin ich überhaupt nicht ausgebildet. Ich habe selber einige Erste-Hilfe-Kurse gemacht. Da kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr noch keinen habt, beziehungsweise wenn das schon länger her ist, macht einfach einen. Jeder Erste-Hilfe-Kurs gibt euch eine gewisse Sicherheit. Mir persönlich wird in die Erste-Hilfe-Kurse fast immer wegen zu viel auf Reanimation Wert gelegt. Ich kann das aber schwerlich beurteilen, ob es so wichtig ist oder nicht. Im Zweifel bin ich überzeugt, können die schon ein bisschen was machen in der Richtung. Aber jetzt im Moment möchte ich nicht den Worst Case ansprechen, sondern den ganz normalen Fall, der immer eintreten kann, auch im Hinblick auf Schadensereignisse, nennen wir es jetzt einmal so, die in einem Haushalt auftreffen können, die möglicherweise eine Hilfe von außen nicht so schnell da sein kann, sprich Thema Blackout. Aber wenn viele das Thema Blackout anzweifeln, ich sage immer, haben ist besser als brauchen, ne? Sehe mein Ziel jetzt da drin, jeden Tipps und Anregungen zu bringen, wo sich jeder vielleicht selber Gedanken macht, sollte sowieso jeder selber, was er persönlich bei sich im Haushalt, für sich, für seine Familie erledigen kann, was im Zweifel, im Notfall einfach hilft. Also wie gesagt, der kleine Rahmen, nicht der große Video und oh, ihr müsst und so weiter und kauft euch ein Krankenhaus und ein Feuerwehrauto. Nada. Ich möchte Tipps und Ratschläge bringen, da mache ich mir recht viel Gedanken dazu, wo der Mitmensch in einer Drei-Zimmer-Wohnung in der Stadt was davor hat. Und dann im Zweifelsfall sich selber das Leben erleichtern kann, sich selber helfen kann. Und mir ist bei vielen Leuten schon aufgefallen, ich habe jetzt ein wenig so ganz sporadisch durch die Gegend gefragt, viele haben keinen Verbandskasten haben. Die haben zwar einen Verbandskasten im Auto, sauber verpackt, der wird alle zwei Jahre vom TÜV einmal angeschaut, ob der aber nur haltbar ist, und fahren den dann da munter spazieren. Aber bei sich daheim, wo die überwiegende Zahl der Unfälle im Haushalt passiert, hat keiner einen Verbandkasten. Und so einen Verbandkasten sehe ich jetzt nicht als Arztersatz. Also wenn ihr irgendwelche Verletzungen, Erkrankungen, Schäden habt, wo ihr euch nicht mehr sicher seid, euer nicht mehr überblicken könnt, sofort 112 Notruf anrufen. Ne? Und solange da irgendein Schadensfall, nennen wir es einfach jetzt einmal so als Gesamtpakt, ist, wird euch der Notruf nicht böse sein, wenn ihr da anruft und der sagt, naja gut,
Sie haben es jetzt bloß in, ja gut, überspitzt gesagt, Sie haben jetzt da nichts Besonderes, wir schicken dann vorbei. Und wenn der vorbeikommt und sagt, na gut, das ist nicht so schlimm, dann geht die Welt nicht unter. Aber scheut euch nicht davor, ne, die 112. Und versucht euch ja irgendwo die Nummer einzuprägen, ein Telefon einzuspeichern, wie früher hat man gesagt, schreibt euch ans Telefon, aber das Telefon ist jetzt mittlerweile überall. Ne? Früher war es, wenn man reingeht, rechts, ne? Am Schränkler. Da hat man dann leicht hinschreiben können, Notfall 112. Weil ich kenne Leute, die in dieser Situation diese Nummer nicht wissen. Also ist das einmal die allergrößte Hilfsmaßnahme an sich. Wenn wir da gerade dabei sind, jetzt glaube ich, wird es doch ein kleines bisschen länger wie gedacht, aber ist egal. Wenn wir da gerade dabei sind, wenn ihr die 112 gerufen habt, solltet ihr das vor der Reanimationsmaßnahme machen. Weil es hilft nichts, wenn ihr wie die Wahnsinnigen reanimiert und es merkt keiner, gerade im Haushalt. Da ist es halt unwahrscheinlich, dass jetzt gerade einer vorbeikommt. Und bevor ihr dann da groß irgendwelche Behandlungsmaßnahmen ruft, die 112, dann sind die schon mal unterwegs und macht die Tür auf. Im Idealfall schaut er nur, ob er nicht einen Nachbarn oder was er immer aktivieren kann, der so sagt, ey, da kommt gleich der Krankenwagen, lauf noch mal zu mir. Das sind die ganz wichtigen Punkte bei dem Spiel. Ganz unabhängig ob Pflaster oder Mullbinden oder ist völlig wurscht. Wenn Hilfe kommt und die findet euch nicht, dann wird's blöd. Ist es bei der Nacht, macht zum Beispiel das Licht an, außen. Im Hof, im Flur, macht euch irgendwie bemerkbar. Aber ins Einfamilienhaus, ne? Es hilft nichts, wenn ihr dann die Rollo runter macht, das Licht ausmacht und euch da drin versteckt und da brrr, wie die Wahnsinnigen. Ich finde niemand. Also Licht an, Rollo hoch, Tür auf. Ganz wichtig auch, weil ich glaube, meine Hunde laufen sich. Wenn ihr Haustiere habt, speziell Hund, und braucht einen Notarzt, sperrt bitte die Hunde weg. Ihr wisst nie, wie so ein Tier reagiert. Wenn jetzt auf einmal da zwei, drei Mann auftreffen, die euch, eure Mitmenschen ja nur helfen wollen, die auf euch zugehen, sieht es der Hund als freundliche Handlung an oder sagt er oh, Bedrohung, Angriff? Also ich habe jetzt da einen Rottweiler und einen Leonberger. Ne? Also ich würde auch nicht unbedingt reingehen. Ne? Also schaut, dass er die möglichst in ein Zimmer sperrt. Die werden da nicht in Einsamkeit verdorren. Es ist zu eurem Schutz und zum Schutz für eure Helfer. Ja, das war der eine Punkt, jetzt zu dem Kasten zu kommen. Sowas, auf die spiegelt nicht, jetzt geht's glaube ich, sollte in jedem Haushalt verfügbar sein. So ein Kasten kostet, ich weiß es nicht genau, 25 Euro. Das ist jetzt da, der ist jetzt mit Inhalt nach DIN 13157 für Betriebe, Industrie und Baustellen gemäß Arbeitsstättenrichtlinie. Das ist die absolute Grundversorgung, sag ich jetzt einmal. Hinten drauf steht dann auch immer ein Datum, das wird man jetzt wahrscheinlich nicht sehen, wie lange die sterilen Teile verwendbar sind. Ich mache jetzt den nochmal auf. Ach übrigens, ich verlinke euch den unten, wo ihr sowas herkriegen könnt. Bitte jetzt da so keine große Diskussion, warum Amazon. Warum Amazon, kann ich euch ganz einfach sagen. Amazon bietet für jeden die Möglichkeit für Affiliated Links. Amazon macht es einfach, ehrlich und unkompliziert. Dann ist für mich als demjenigen, der das empfiehlt, wenn ihr sagt, ihr kriegt jetzt das Ding, euch gefällt es nicht, ihr braucht es nicht oder was auch immer, nimmt Amazon das zurück ohne Theater. Also ich kann euch das ruhigen Gewissens
empfehlen. Wenn ihr das über meinen Link bestellt, kriege ich da eine kleine Provision davor. Also das waren garantiert keine 30 Euro. Wenn er sagt, jetzt will er da Geld verdienen, vom Geldverdiener sind wir Kilometer weit entfernt, weil da, wo ich gerade reinrede in die Kamera, die steht allein, stehen da 700 Euro. Die 700 Euro Kamera, die nutze ich eigentlich zu 95% nur für diese Videos, die ich jetzt gerade mache. Also Geld verdienen. Ne? Und wie gesagt, und wenn ihr jetzt sagt, dem nicht, ich klicke so bei Amazon, dann steckt genau die Amazon das zusätzliche Geld mit ein, weil am Preis ändert sich nichts. Zurück zum Verbandskasten. Also der hat Wandhalterung, ne? Mal zumachen. Ihr könnt den, wenn er an der Wand hängt, zum Beispiel, da im Vorratsschrank zum Beispiel festschraubt, dann weiß man, da ist er. Und da sollte er auch immer sein. Könnt ihr den wegnehmen? Ihr könnt den aber an der Wand hängend aufmachen, es fällt nichts raus. Deswegen habe ich mir sowas ausgesucht. Also ich habe den übrigens auch nicht irgendwo gesponsert gekriegt, ich habe den bezahlt. Ja, zum Inhalt. Es ist da einmal eine Anleitung. Was bei was. Ist vielleicht, wenn man gar nicht so schlecht im Zweifel. Dass man es einfach nur mal nachschauen kann. Was ich jetzt gerade nicht lese, ist die Notrufnummer. Sollte euch vielleicht, wäre jetzt Idee dabei, dass man da drauf schreibt, jetzt da auf so einem Deckel oder außen am Verbandskasten Notruf 112 für Deutschland. Dann hat man es im Zweifel, ja, das ist auch. Wie ist die Notrufnummer? War sie in dem Moment am Verbandskasten was gestanden? Weil ihr seid in dem Zweifelsfall echt aufgeregt. Da vergisst man seinen eigenen Namen. Ja, dann sind da Verbandtuch, Verbandpäckchen, das sind die Kompressen mit Binde zusammen. Wundkompressen, die man einfach auf die Wunde aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin da mal vor einigen vielen Jahren zu einem Unfall gekommen. War nichts Hochdramatisches, die sind bloß leicht in den Wald reingeschossen. Und ja, war in die 90er Jahre, war das mit dem Airbag noch nicht so aktuell. Und er hat sie einfach den Kopf da aufgeschlungen, hat geblutet wie ein Schwein. Notruf war schon abgesetzt, Rettungsdienst war unterwegs, habe ich mir gedacht, was machst du jetzt mit dem Keil? Ich habe den einfach mal hocken lassen, habe mir so ein Wundkompressen in die Hand gedrückt und gesagt, halt drauf. Also ihr müsst da auch nicht die Zauberverbände mit, was hat man nicht früher alles gelernt, mit Kreuzverband und was war es denn, ich nicht alles. Völlig wurscht. Weil wenn es eine größere Verletzung ist, ist sowieso der Arzt gefragt, oder der Rettungsdienst zumindest. Und da braucht er dann die Leute nicht verbinden und verwickeln, dass das die nächsten 20 Jahre hält. Wir reden dann von Hilfsmaßnahmen für die nächste 10 Minuten, eine halbe Stunde. Es ist für eine Sondersituation, nennen wir es jetzt einmal so Blackout, dann kann man das natürlich, aber dann ist es auch nicht so Not. Fallmäßig. Dann ist da Plastiktüten mit drin. Ja, ganz extrem gesagt, abgetrennte Körperteile. Ne? Könnte man jetzt da drin verpacken. Und zwei. Es ist zumindest einmal besser, wie das Ding irgendwo rumliegen zu lassen. Fließstofftuch.
Pflaster, noch mehr binden, Dreiecktuch, das ist halt recht schön, man kann das mit einfachen Mitteln einfach da, lernt er ja in jedem Erste-Hilfe-Kurs. Ich habe übrigens einen Erste-Hilfe-Kurs gefunden, den verlinke ich euch unten einmal. Der ist online, weil jetzt gerade mit der Pandemie und so weiter, ich weiß nicht, ob offiziell Erste-Hilfe-Kurse gehalten werden. Und der ist jetzt wohl dann nicht so live, aber beim Erste-Hilfe-Kurs auch einmal hockt der Ablus einer vorne und hält hauptsächlich eine Ansprache. Und wenn ihr dann den online macht, er ist zwar dann nicht von der BG bezahlt wie andere Erste-Hilfe-Kurs, den ihr für den Betrieb oder so macht, aber zumindest kann man sich das mal auffrischen. Wenn man sagt, ach, jetzt habe ich Urlaub die Wochen oder was weiß ich, ich weiß nicht, was ich da sage, ich mache jetzt einen Erste-Hilfe-Kurs. Das ist eine klasse Idee, oder? Ein Vereinstreffen, ich habe es ja oft erlebt, wo dann so Vereinsversammlungen sind, wo dann zwangshaft nach irgendwelchen Themen gesucht wird. Wo man dann sagen könnte, Mensch, heute machen wir da mal so einen Online-Erste-Hilfe-Kurs. Da hat es doch jedem geholfen. Es wird sicher kein Medizinstudium draus werden, aber wenn im Zweifel bei einem Unfall an der dadurch die 112 einfällt, dann haben wir doch gewonnen, oder? Dann geht es weiter, das Kältekompressen. Die wollte ich sowieso noch eingehen, da verlinke ich euch extra noch mal welche. Es gibt die auch zu kaufen, die man dann einfrieren kann. Da, aus eigener Erfahrung, wenn man es braucht, liegen die sonst wo, aber garantiert nicht in der Gefriertruhe. Und wenn man sich jetzt einen Insektenstich hat zum Beispiel, eine Verstauchung, eine Schwellung oder was auch immer, Zahnschmerzen, ne? Dann ist es blöd, wenn man erst 2 Stunden lang ein Kühlpack einfrieren muss. Also sind die Dinger da, wie gesagt, ich verlinke euch nochmal extra eine unten, sowas sollte jeder Haushalt haben. Ich finde es klasse, es ist zwar einmal Produkt, aber ihr zerdrückt einfach da die, ich mache das jetzt nicht, sonst geht es los, die Flüssigkeitsblasen. Das ganze Ding schütteln und es wird kalt. Hat man Kinder? Wie schnell haben die was verstaucht oder Insektenstich? Ganz wichtig. Optimal. Nochmal Dreiecktuch, Schere, ganz wichtig. Dann so ein Heftpflaster rollen, so kleine. Man wegen die Binden ein wenig festkleben kann oder auch die einfach die ach geh halt auf die Kompressen, da habt ihr wegen einer Wunden tackt das Ding drauf, zwei Pflaster drüber und ist es passiert, da braucht ihr nicht irgendeinen Arm abschnüren, das wie hier dann einmal Handschuhe und ein sehr wichtiges Stück, wo man auch lieber mal eine mehr hat wie eine zu wenig, die einfache Rettungsdecke. Das große Problem bei Verletzungen ist oft Kälte oder auch Hitze. Also wenn ihr draußen seid, kann ja sein, ihr seid irgendwo außerhalb unterwegs oder euer Nachbar kommt, Mensch, da und so weiter. In der Sommerhitze. Irgendwie ein Hitzschloch oder so. Rettungsdecke, die silberne Seiten. Reflektiert, kühlt. Schützt vor Hitze. Andererseits, andersrum gedreht. Sie schützt einfach vor Wärmeverlust oder auch Trockenheit. Also wir reden jetzt von Notfällen in alle möglichen Richtungen, das passiert auch im Haushalt schnell.
Ihr kennt da im Zweifel. Schnappt euch die Rettungsdecke, wenn ein Notarzt anruft, und hängt sie außen an die Dinger. Wenn ein Rettungsdienst an Rettungsdecke außen flattern sieht, dann kommt man die auf den Gedanken garantiert, oh, Rettungsdecke, da ist was. Wenn da nur das Licht brennt, falls ihr jetzt keinen Nachbarn oder was da habt, eine Möglichkeit, ne? Besser wie keine. Wir reden bei Notfallversorgung, Vorsorge nicht vom Idealfall, der da durch sortiert ist und alles schön sauber, da muss man Kreativität walten lassen. Und deswegen mache ich die Videos. Wie gesagt, das ist jetzt keine medizinische Beratung, das ist kein Erste-Hilfe-Kurs, darum gehe ich da auch gar nicht tiefer drauf ein. Ich werde euch auch keinerlei Medikamente oder so vorschlagen. Das will ich nicht, das darf ich nicht. Das ist Sache vor einem Arzt, vor einem Apotheker. Weil ich kann nicht sagen, nehmt XY und dann habt ihr da auf einmal Allergien drauf oder so. Nada, mache ich nicht. Sowas da ist für jeden wichtig. Und das Ding hat jetzt auch den Vorteil, es gibt nur Nachfüllsets. Das heißt, ihr müsst noch 5 Jahre das Ding nicht wegschmeißen. Komplett. Ihr kauft einfach die sterilen Teile im Glanzset nach, füllt sie auf. Aber wenn ihr es mal gebraucht habt, denkt einfach dran, nachfüllen. Es nützt nichts, wenn da der tolle, hübsche, orange Kasten irgendwo an der Wand hängt und es ist nichts drin. Man, im Zweifel steht dann, wie gesagt, ich werde das jetzt nur draufschreiben, da 112 drauf. Dann hat man schon was gewonnen, aber es ist ja blöd, wenn man so einen schönen, hübschen Kasten da sich unterhält und er ist leer. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, abonnieren. Ihr werdet auf meiner Internetseite nochmal einen extra Bericht dazu finden. Mit ein paar Gedanken, wo ihr euch das vielleicht auch mal in Ruhe nachlesen könnt, wenn ihr das wollt. Ansonsten, wie gesagt, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch nur was zusätzlich einfällt, gerne in die Kommentare. Machen wir Diskussion drauf. Wenn jeder eine Idee hat, haben wir am Schluss 100 Ideen, ist doch gut. Und wenn wir damit irgendeinen geholfen haben, haben wir alles erreicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag.